Hallo liebe Leute, ich bin hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Wildheitsdruide, das ist schon ein bisschen länger aus, aber egal. Der ist zurzeit 469 Item Level. Wir spielen hier mit Atem der Sterbenden, mit Konflikt und Zwietracht, Erinnerung an den Klartraum und Vision der Perfektion. Und dann haben wir hier noch wilde Wunde. Wir spielen diesmal Dornen und Rudelführer. Und wir spielen auch diesmal Wiederherstellungsaffinität und Inkarnation des Dschungels. Damit schauen wir erstmal, wie das Ganze läuft. Ich würde hier noch ungern gedottet werden, gerade von dem. Da sind nicht viele rübergegangen. Ich glaube fast, dass die für Ding gehen oder waren die Stealth? Na, die waren Massen-Stealth. Okay, ich sehe. Wir dotten gleich mal den Schurken hier. Der zieht instant Insignia, dotten ihn komplett zu. Big Bite hinterher, mit Essenz hinten nach. Oh, da stirbt er schon im Opener. Wunderbar, können wir gleich den nächsten hier zudotten. Dann würde ich sagen, wir gehen auf den Affli, den Bashen, weil der ist im Unity und castet hier einfach durch auf uns. Dotten den eventuell auch noch zu. Wobei, ich glaube, den können wir mit Essenz einfach klauen. Nice. Und dann haben wir einen Healer bei denen. Ich glaube, die haben keinen Healer, oder? Der Healer von denen ist genau derfen gegangen. Das ist immer ungut, wenn sowas ist. Das hasse ich auch immer wie die Pest. Wir kicken das. Springen zu ihm rüber, können nochmal Inkarn ziehen. Oder Inkarn, sage ich schon. Tiger Furore. Der scheint hier erstmal im Block sitzen zu bleiben. Der andere Vari bleibt da drüben. Wir können sogar nochmal Riester helfen hier. Jetzt kommt halt eh nicht mehr weg. Stun ihn direkt nochmal. Und Essenz rein zum Klauen. Wunderbar. Somit sieht es nicht so bad aus. Hat er jetzt Ink bekommen? Weil das waren nicht alle Allies. Da waren definitiv noch irgendwo anders welche. Kann sein, dass da irgendwer auf einer Stealth-Aktion unterwegs ist. Da drüben sehen wir noch eine Eule. Da könnten wir vielleicht noch kurz mithelfen, indem wir die auch kurz stunnen. Der Vari ist hier schon ein bisschen am Verlieren. Stun ihn nochmal DR hinterher. Das hat sich ja gerade gereimt. Da ist er im Wall und dann können wir einmal Big Bite. Er silenced mich. Zweier Big Bite hinterher. Healt sich selber nochmal. Big Essence. Und da ist er tot. Dann können wir uns hier nochmal kurz healen. Heal uns gleich nochmal. Damit wir hier ein bisschen leichter überleben gerade. Anscheinend ist Mine Big Ink. Das dachte ich mir fast jetzt. Da sind die nämlich schon ziemlich hart am Wegdeffen. Wir können allerdings schauen, ob wir jetzt die Base hier noch klauen können. Da gehen immer mehr und mehr zu Mine. Wir sind ein bisschen aufgesplittet jetzt. Wobei, ich glaube, ich bin alleine hier vorne. Ich sehe gerade keinen, aber es kann jederzeit sein, dass hier irgendwo ein Schurke ist. Deswegen gehen wir gleich in Bärengestalt hin. Da kriegen wir einmal einen Zap. Jetzt wird er gleich schreien, dass irgendwer zurückkommen soll. Aber da vorne kommt schon unser Zerg. Das heißt, umso länger er nicht opened auf mir, umso schlechter für ihn. Einmal branken ihn, vielleicht finden wir ihn. Sind nochmal gesappt worden. Da kommt schon der Zerg. Die Eule stunt mich erstmal. Okay, Anti-Tap mich komplett. Jetzt wird der Schurke hier gleich irgendwo openen. Da haben wir ihn schon. Dotten ihn zu. Dotten gleich nochmal. Buffen uns Dornen. Oh, Dornen ging nicht raus. RIP. Jetzt haben wir Dornen ab, dann vanisht er, hat Blitz drauf, das heißt, er bleibt nicht lange in Verstohlenheit. Sollte da wieder aufgedeckt werden, wir können ihn hier einmal kurz routen, dann können wir ihn gleich nochmal neu bleeden, damit er auf jeden Fall hier bleiben muss. Vendetta ist raus, auf die Vendetta stunnen wir ihn, damit er nicht so viel Schaden rausbringen kann. Biten ihn hier kurz einmal, vergessen gerade den anderen Bleed drauf zu machen, ist jetzt aber nicht so schlimm. Der Respawn von denen ist jetzt alles hier am Start, das ist auch gerade nicht so gut für uns. Schauen, dass wir hier nochmal ein bisschen Dots rausbringen, auf alle möglichen gerade. Einmal ein bisschen Pressure auf alle haben. Kann ich hier nochmal wallen? Das wird sich nicht ausgehen. Nein, der erste Hand müssen nochmal. Schade, schade, schade. Unser Healer ist vorher schon gestorben. Das ist ungut. Die haben auf jeden Fall keinen schlechten Zerg. Das muss man sagen. Könnte nochmal interessant werden gerade, das BG. Gerade eben hatte ich schon WSG, wo es ziemlich danach aussah, als würden wir gewinnen. Da war es schon überknapp und dann hat Ali nochmal komplett reinrasiert. Also kann sich jederzeit drehen. Deswegen... Schau mal, wir haben halt auch nur einen Healer. Ich glaube, die haben gar keinen. Zumindest habe ich noch keinen gesehen. Vielleicht war bei den anderen Zergs einer dabei. Da vorne ist auch schon wieder der Zerg gerade am Start von uns. Geht sich das aus? Ah ja, easy. Das ging sich gerade so aus mit dem Sprung hier. Der liebt erstmal nach vorne. Da ist der ein Healer. Da haben wir ihn. Haben doch einen Healer am Start. Guten Druiden. Da wollen wir gleich mal anspringen. Oder auch nicht. Ich war gar nicht mehr Stealth, Alter. Ich bin so ein Genie immer. Wir können hier gleich mal den Heal kicken. Ich glaube, er hat mich faked. Wir gehen dann so lange auf den... guten Vari, den können wir das Essenz vielleicht klauen. Geht gerade nicht down, doch jetzt geht er down. Will Battle rätzen. Was soll das schon wieder? Was für Bärcast. Anscheinend sind Mine schon wieder massiv Ink. Ich glaube, wir verlieren die Mine. Selbst wenn ich jetzt laufe, komme ich nicht mehr dran. Na, Mine ist weg. Mine ist weg. Das, so schnell kann es gehen, nämlich. Da haben wir nämlich hier Respawn jetzt. Und wir haben allerdings unseren Healer hier. Das heißt, wir können hier ziemlich gut reinrasieren. Wir werden uns gleich mal den Dulu hier schnappen. Werden dann den Warlock auch gleich mitbleeden. Schauen, dass beide Bleeds drauf haben. Gehen aber eher für den Druiden hier. Werden angecharged. Wir buffen uns Dornen, damit er sich hier selber nochmal Damage gibt. Allerdings hat er Reflex direkt ab. Deswegen machen wir hier Wall an. Können vielleicht den Druiden hier klauen.
Big Bite. Der Vari hat sich in der Zwischenzeit komplett selber zerstört mit den Dornen. Kicken den Warlock, ging sich auch nicht mehr aus. Jetzt können wir allerdings hier ganz kurz noch den hier. Nein, ging sich auch nicht aus. War auch nicht meiner. Wir routen den Hand oben, damit er nicht antitappt. Können eventuell noch das Pet bashen, damit wir safe den Tap kriegen. Wunderbar, Tap ist durch. Mine haben wir dafür, wie gesagt, verloren. Also war schon vorauszusehen, gerade weil eben nur zwei gedefft haben. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass die halt oben spawnen und jetzt von hier aus wahrscheinlich immer für eine andere Base gehen werden. Wir schauen mal, ob wir da uns vielleicht einen snacken können. Gerade geht es sich nicht aus. Nein, ich hätte Reisegestalt noch mal juicen können, aber macht jetzt nicht gerade den Unterschied. Dann bleiben wir eben hier und versuchen mit dem Pali eventuell die Base wegzudeffen. Wobei, da ist gerade irgendwo ein Dudu ins Death gegangen. Wir schauen mal, ob wir den gerade finden oder ob der Vari den gleich sieht. Da oben haben wir nämlich noch einen. Da ist noch einer am Start. Da wollen wir gleich mal anspringen. Dann schauen wir, dass wir den hier komplett dotten können. Dann buffen wir unseren Vari hier drüben Dornen. Können hier eventuell nochmal Wall gehen. Gehen aber... ich glaube nicht, dass ich das überlebe hier. Gehen am ehesten für ihn hier. Bashen ihn. Routen den anderen Rogue. Können eventuell hier nochmal kurz den bleeden komplett. Der ist bleedet. Geht allerdings nochmal in drinnen. Oh mein Gott, das waren zu viele. Jetzt haben wir zwar die Base hinten bei Mine wieder, jetzt verlieren wir aber Leuchtturm wieder. Und anscheinend ist bei WW auch schon Ink. Ja, ja. Allianz ist überall und nirgendwo gerade. Können mal den Warlock hier kurz stunnen. Können eventuell mit Essenz stealen. Nein, können wir nicht. Der hat Reflex drin. Dann können wir ihn hier nochmal komplett bleeden, Alter. Der überhaupt Ingegleiter, alles mit am Start hier. Der sah gerade ein bisschen wie auf Crackhaus, gerade so wie der durch die Gegend gesegelt ist. Können hier mal kurz Gateway usen, dann müssen wir hier nicht drüber gehen. Und dann schauen wir mal, was da drüben gerade noch abgeht. Wir können, glaube ich, gleich wieder für den Zerg gehen. Ich wäre gerade ziemlich dafür, dass wir für den Zerg gehen, weil das macht hier mega Laune gerade. Schon ewig hat bei Feral gespielt, deswegen ist immer wieder interessant, wenn hier ein bisschen was abgeht gerade. Was haben wir hier? Oh, da ist ja alles am Start. Ja, da gehen wir rein, würde ich sagen. Wir stunnen hier gleich mal. Stunnen den zweiten. Ah, stunnen den zweiten, sag ich schon. Nehmen den zweiten ja auch noch gleich in die Mangel, indem wir ihn komplett zudotten. Dotten auch den hier nochmal zu. Der geht erstmal in Tränen, können ihn allerdings, weil er verkehrt zu uns steht, erstmal bashen und damit Essenz killen. Dann gehen wir ebenfalls hier nochmal für den Schurken, den sollten wir auch killen können. Der geht auch down. Big Essenz auf dem Warlock. Dotten gleich mal den Druid zu. Können dann hier nochmal Stealth gehen, weil wir eh gerade mit Inkern am Start sind. Kicken ganz kurz den Afli-Lock. Schauen, dass wir den ebenfalls komplett zudotten können. Da vorne ist allerdings schon der Heal am Start. Können wir routen, bringt allerdings nicht viel. Einfach nur so, warum nicht? Schauen, dass wir hier ein bisschen Schaden reinbringen. Ich würde eher da hinten für einen Kill gehen. Ich glaube fast, dass wir den Hunter down bringen hier. Healt sich selber nochmal, hat alle Bleeds dieser Welt drauf. Ja, Vari am Bladestormen. Den können wir jetzt ein Big Bite und eine Essenz hinterhergeben. Das sollte reichen für ihn. Den Tap sollten wir kriegen. Wir können eventuell Stealth gehen, auch wenn wir hier noch Ding drauf haben gerade. Holen uns ganz kurz den Heal. 2 Sekunden noch, 1 Sekunde noch Debuff. Dann können wir hier stealthen. Dann werden wir am ehesten für die Eule. Na, wir gehen für den Warlock hinten. Ah, jetzt bin ich wieder instant raus. Big Essence geht hinterher. Den können wir auch noch Bite geben. Und jetzt haben wir allerdings mal alle drei Basen hier. Jetzt läuft es hier ein Biss. Ein Kombo-Punkt Biss gerade. Das war auf jeden Fall worth. Wie schauen wir aus? Wasserwerke ist weg. Ja, das ist vorbei. Das geht's nicht. Zumindest der Vari lebt noch, oder? Kann sein, dass der Vari... okay, der eine hat einen Jesus eigentlich schon Soulstone benutzt gerade. Ja, der hat einen Soulstone benutzt. Hey, Mann. Okay, er stirbt aber fast nochmal, der Lock. Warte, das sind 2 Schurken. Ich will gerade irgendwie in der Deffen gehen, weil ich das Gefühl habe, wir können das noch ein bisschen rauszögern hier. Und das BG hier doch ziemlich nice ist gerade am Start. Wobei, wie schauen wir aus? Was macht der Vari? Wir stunnen mal den Vari. Die buffen hier alle, kicken mal den 4. Schauen, dass wir Wall gehen. Eventuell buffen uns Dornen. Wir buffen uns mal Dornen, komm. Warum nicht? Irgendeiner geht immer auf einen drauf, deswegen... Man weiß ja nie. Warte mal, ist der Vari gerannt? Der Vari ist gerannt, aber hat Full Bleeds drauf. Er kann auf jeden Fall... Warte mal, da sind noch mehrere vorne, egal. Schade, das war das BG, was ich am schlechtesten performt habe jetzt mit dem Feral. Von den 3, glaube ich, die ich gerade gespielt habe. Aber das eine war Instant Win, das eine war knapper Lose. Und das hier war, ja, relativ nicer Zerg, aber da ging nicht viel. Ich hatte einmal eine ziemlich nice Killchain, aber ansonsten war es nicht allzu gut. 1,7 Millionen Healing dann, 5,2 Millionen Damage dann.
Würde auf jeden Fall besser gehen, wir hätten Dorne mehr usen sollen, aber da waren zu selten irgendwo Milis, als dass es sich hätte gelohnt. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr, auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.